Edwin! Das ist mein letzter Abend heute. Da wollen wir uns noch einmal so richtig amüsieren. Wenige Stunden noch und dann bin ich in Amerika. Ach, Silva. Ach, Edwin, freu dich doch für mich. Silva, bleib. Ein Leben ohne dich, das kann ich mir gar nicht mehr denken. Das sagst du jetzt. Das wird sich ändern. Du wirst eine andere finden. Ich will keine andere. Ich will nur dich. Du wirst dich wieder verlieben in eine schönere. Silva, ich will nur dich. Ich liebe dich. Ach, lass das. Abschied muss sein. Abschied für immer. Silva, bleib. Nein. Bleib. Nein, ich werde abreisen. Du belügst dich selbst. Gar nicht. Du belügst dich selbst. Jeder Ton, jeder Blick verrät mir, dass du nicht glücklich bist. Nicht glücklich? Du kannst es nicht sein. Warum? Ich bin verheiratet. Ich habe einen Mann, der mich vergöttert. Du kannst mich nicht täuschen. Dein Mann ist dir gleichgültig. Du hast ihn geheiratet, um dich an mir zu rächen. Aber ich, das... Ich will dir keinen Vorwurf machen. Aber du kannst dich wehren, so viel du willst. Du liebst mich. Ach, lass mich. Silva, bleib! Bitte. Silva, bleib. Fahr nicht. Du liebst mich. Silva, ich liebe dich. Ich brauche dich. Du kannst dich wehren, so viel du willst. Ich liebe dich. Und du liebst mich. Umso besser, wenn ich gehe. Silva, bei Gott, es ist mir ernst. Sag, willst du mich heiraten? Aber das ist ja nicht möglich. Silva, mein musst du sein. Und wenn sich die ganze Welt auf den Kopf stellt. Aber Edwin, Liebster, das ist doch Wahnsinn. Silva, willst du mich heiraten? Ja. Ja, ich will. Ja? Silva, hast du mich lieb? Ja, unendlich lieb habe ich dich. Ich wusste es ja, aus Liebe zu mir bist du gekommen. Aus Liebe zu dir. Silva, jetzt bist du mein. Dein. Für immer? Für immer dein. Oh, Silva. Oh, ich könnte. Ich bin ganz närrisch vor Glück. Champagner! Ja, heute wollen wir uns freuen und glücklich sein. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich in der Welt erscheinen.
Es lebe die Liebe. Ja, ja, die Liebe. Sich verlieben ist dumm. Niemand hier? Niemand hier. Niemand hier. Noch immer niemand hier. Eine Flasche Whisky, bitte. Bin schon. Wann geht der nächste Zug nach Bukarest? In einer Stunde. Gut. Wollen Sie Wien wirklich verlassen? Ja. Ja, ja, es gibt Städte, da kommt man gerne an, will aber gleich wieder weg. Dann gibt es Städte, da kommt man ungern an und möchte für ewig bleiben. In Wien möchte man gleich beim Ankommen wieder weg. Bevor Sie wegfahren, wollen Sie sich nicht mit Maritza aussprechen? Nein. Schauen Sie. Sie hat mich schon wieder warten lassen. Sie hat mich schon wieder sitzen lassen. Sie spielt mit mir. Ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht mehr. Bevor Sie wegfahren, schreiben Sie ihr ein paar Zeilen. Also gut. Bringen Sie mir Briefpapier. Mixer, Mixer. Hochverehrte Frau. Nein, das ist zu kalt. Liebste Maritza. Nein. Das ist zu warm. Hochverehrte, liebste Maritza. Nein. Das ist zu kalt und zu warm. Teuerste Maritza. Jetzt ist recht. Nein, ich kann nicht. Warum nicht, Tassilo?
Weil? Ich... Ja? Was? Wie? Ja, haben Sie was gesagt? Nein. Kein Wort? Kein Wort. Warum nicht? Ich kann nicht. Aber so versuchen Sie es doch wenigstens. So sagen Sie es doch endlich. Das eine Wörtchen. Das eine Wort. Es geht nicht. Ich darf ja nicht. Ich habe ja mein Ehrenwort gegeben, dass ich nie wieder zu Ihnen von Liebe spreche. Na schön. Sprechen dürfen Sie nicht. Aber schreiben dürfen Sie es mir. Schreiben? Ja, schreiben Sie es mir. Schreiben darf ich? Ja, so schreiben Sie schon. Ich hab dich lieb. Und die Antwort? Lesen Sie. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Marita, du lieber, guter, goldiger Schatz. Marita. Mariska. Marita. Jetzt müssten wir uns eigentlich endlich umarmen und küssen. Tja, das hat man früher so gemacht. Aber ist das nicht ein bisschen zu unmodern? Nein, nein. Das war eine sehr hübsche Methode. Die behalten wir bei. Champagner! Ustra Zigan. Sag ja, sag ja.
Ja. Ja. Uff, das Weibliche. Madame, sehen heute wieder zu irrsinnig werden aus. Knabe. Mixer? Herr Paganini? Mixer, ich glaube, der Herr dort drüben fixiert mich. Das kann nicht sein. Das bilden Sie sich ein.
Wichser! Wichser, der Herr fixiert mich noch immer. Herr Paganini, in unserem Lokal wird grundsätzlich nicht fixiert. Ich kann mich nicht zerreißen. Mixer, der Herr hat gelacht. Ja, er hat gelacht. Er hat womöglich über mich gelacht. Das wollen wir ihm schnell abgewöhnen. Bitte gehen Sie hinüber und bitten Sie ihn in meine Loge. Ich will es sofort. Sie wünschen. Ich beobachte Sie die längste Zeit. Sie haben mich fixiert. Ich kann es nicht leugnen. Sie haben auffallend gelacht. Auch das. Belieben der Herr wohl, mir den Grund für sein auffälliges Benehmen zu nennen? Nur den, den Sie darin sehen. Ich wollte Sie provozieren. Wie? Das also war Ihr Wunsch? Sehnlichster. Ach so. Sie wollen sich also mit mir schlagen? Oh, nein. Ich will, dass Sie dieser Dame endlich zeigen, wie sehr Sie sie lieben. Wie bitte? Dann will ich noch, dass Sie erfahren, dass Madame Sie so liebt, dass sie ohne Sie nicht leben kann. Ja, aber was reden Sie denn da? Zu diesem Zweck hat mich Madame beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass sie sie vom ersten Moment an, an dem sie sie sah, geliebt hat. Ist das wahr? Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Ist das wahr? Anna Elisa, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Elisa. Sag, dass du mich liebst. Ich will, dass du es sagst. Immer wieder will ich es hören. Ja, Anna Elisa, ich liebe dich. Ich glaube dir. Aber ich habe Angst. Ich habe furchtbare Angst, ich könnte dich verlieren. Du schaust auch nach anderen Frauen. Ich habe es bemerkt. Nein, nein, das ist die Art des Künstlers. Es ist das Auge, nicht das Herz. Wirklich? Und warum bist du dann gestern nicht gekommen? Sag, warum nicht? Warst du schon bei einer anderen Frau? Nein, nein. Ach, du weißt gar nicht, was deine Liebe mir bedeutet. Du hast eine ganz andere Frau aus mir gemacht. Früher kannte ich nur eins, meine Arbeit, meine Karriere. Und jetzt? Und jetzt? Aber was ist mit dir? Du denkst an was anderes. An was denkst du? Denkst du schon wieder an eine Frau? Denkst du schon wieder an eine andere Frau? Nein, nein, keine andere Frau. Du darfst nur an mich denken. Hörst du? Nur an mich. Nur an dich? Nur an mich. Denn niemand liebt dich so wie ich. Mein ganzes Glück bist du allein. Schumla Bumla. Gut, ihr Landschoss.
Ja. Sind meine Lieblingsblumen. Die Männer sind so untreu.
bin verliebt. Ich bin sowas von. Oh, ich bin verliebt. Ich bin sowas von. Ich bin sowas von verliebt. Oh. Du. Ich bin Mixer. Ich bin. Ich bin verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wie ein Blitz hat es mich getroffen. Schicksal. Schau, schau. Wieder mal Feuer gefangen. Aber diesmal unauslöschliches Feuer. Also, diesmal sie oder keine? Sie oder keine. So hast du noch nie geliebt. Woher weißt du? Sie ist die schönste Frau der Welt. Woher weißt du? Kennst du sie? Nein, aber ich kenne sie. Schon lange genug. Das Übliche? Das Übliche. Wo die Liebe hinfällt. Mein Herr, Sie sehen heute geradezu unwiderstehlich aus. Angèle, Sie schlagen aber ein rasches Tempo. Ich habe einen furchtbaren Durst, René. So ein Glas Sekt. Wäre nicht ohne. Das regt an. Und auf. Eine charmante Idee. Mixer, Champagner. Und zwei Gläser. Finden Sie das nicht apart, René? Wir beide. Ganz allein. Ein kleiner Schwips. Und dann. Und dann? Nix. 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 Pardon, Hausfrau bin ich. Weiber. Prost. Prost. Ex. Aber ich. Je mehr sie sich stärkt, desto schwächer werde ich. Richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Jetzt kennen wir beide uns schon so lange. Und noch immer nicht auf du und du. Das muss nachgeholt werden. Na, das muss nachgeholt werden. Prost. Prost. Ex. Ex. Nun? Nun, was ist? Machen Sie mich nicht rasend. Sie fürchten sich also vor mir? Vor Ihnen. Nein, vor mir. Es ist diese törichte Angst, das zu verlieren, was man gar nicht besitzt. Was man gar nicht besitzt? René, Sie sollen nicht schlecht von mir denken. Aber ich habe... Ja? Bis jetzt... Noch nie jemanden so recht lieb gehabt. Verzeihen Sie, aber auch ich fühle, dass ich bis jetzt noch nie so richtig geliebt habe. Aber jetzt ist das auf einmal ganz anders.
Angèle, nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber ich liebe Sie. Ich liebe Sie, wie ich noch keine andere Frau geliebt habe. Nein. Ich muss Ihre Illusion zerstören. Ich bin verheiratet. Sie sind verheiratet? Ja. Ich auch. Sie auch. Sie auch. Ich gratuliere. Hat aber nichts zu bedeuten. Ich lasse mich gerade scheiden. Ich auch. Sie auch. Na, ich gratuliere. Dann können wir in Ruhe weiter trinken. Eigentlich schon. So.
Küssen Sie ruhig weiter, ich bin verschwiegen. Geben wir ihm etwas zum Verschweigen? Das ist die Macht der Liebe. Guten Abend, Miksha. Guten Abend. Na, es gibt doch immer wieder Oberkellner, die sehen aus wie Grafen. Es gibt allerdings auch Grafen, die sehen aus wie Oberkellner. Sind wir gut besucht? Wer ist denn heute da? Sehr gut. Der Baron von Pommery. Der Herzog von Veuve-Clicquot. Der Kardinal Grand Marnier. Oh là là. Der Großfürst von Moulin Rouge. Und der Prinz von Contreau. Tommy, das Übliche bitte. Danke, Victor. Was willst du hier? Ich will dich. Wie kommst du hierher? Bist du wahnsinnig? Du bewunderst mich gar nicht. Du machst mir gar kein Kompliment über meine Toilette. Ich wundere nur eins an dir, dass du den Mut gefunden hast, hierher zu kommen. Warum nicht? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Mir erscheint es ja gut. Du bist heute Abend ganz allein. Ohne Begleitung. Hast du keine Geliebte, keine neue Freundin? Denkst du immer nur an mich? Das ist nett von dir. Sag, was willst du eigentlich von mir? Nichts, gar nichts. Ich liebe dich und das ist alles. Dann lass doch den Unsinn und geh! Du willst also durchaus nichts von mir wissen. Nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist, scheint mir diese Frage überflüssig. Und ich habe so oft an dich gedacht. Während du von einer Hand in die andere gingst, du Luder, du Miststück, du Flittchen. Ich verbiete dir, so mit mir zu sprechen. Hure, Dirne, Schlampe, Nutte, Metze, Fotze, Matratze, Wanderpokal. Du bist eifersüchtig. Du bist eifersüchtig. Du quälst mich. Du bist eifersüchtig. Das ist nett von dir. Danke, küss mir die Hand. Du hältst mich wirklich für so dumm, dass ich dir noch ein zweites Mal ins Netz gehe?
Aber wir haben es doch so schön miteinander gehabt. Und es könnte wieder so schön werden. Zu spät. Ich will nicht mehr. Nun, dann, lebe wohl, mein Liebling. Ich gehe. Da, küss mir die Hand. Ach so, das ist dir zu wenig. Also, du darfst mich küssen, wohin du willst. Ich bitte dich, geh! Du fürchtest dich also vor einem Kuss? Sag, merkst du denn nicht, dass mir deine Gegenwart zuwider ist? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Also, Liebling, wann sehen wir uns wieder? Geh! Oder... Dass du mich so sehr liebst, das habe ich gar nicht gewusst. Und du wärst der einzige Mann gewesen, der bei mir Glück gehabt hätte. Was geht da? Mein Leben, mein Engel, meine Liebe, verzeih mir. Ich liebe dich. Je t'aime. I love you. Te quiero. Volim te. Sagabo. Jenska dich. Te ju... Belt. Mantu rocheli du storem. Mahal kita. Schwebt das Glück von Film ab und mir
auf die Gegenwart. Die Frauen sind alle mehr oder weniger. Ekscha, geben Sie diesen Brief doch der Dame in Loge 7. Ich liebe dich. Er hat es mir geschrieben. Er soll es mir sagen. Jetzt machen Sie doch endlich den Mund auf und sagen Sie mir, dass Sie mich lieben. Nein. Nein? Nein. Warum? Darum. Nie? Nee. Es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Krieg? Krieg. Hanna. Ja. Hanna, es ist nur, weil... Ja. Hanna, Sie müssen wissen, dass ich... Hanna. Ich gehe gerne ins Maxim. Na und? Ich gehe auch gerne ins Tabarin. Moulin Rouge, in die Belle Époque, zu Madame Arthur. Ja. Hanna, ich gehe gerne ins Trocadero, ins Alcazar. Hanna. Sie müssen wissen, ich kann nur mit... Entschuldigen Sie. Ich kann nur, wenn... Hanna, ich liebe nur Lolo, Dodo, Juju, Frufru, Clo-Clo und Margot. Julischka, Daphne, Cleo, Aranka, Bülbül, Mariko, Grimhild, Alice und Ellen, Maritza, Hans Otto, Natascha Immaculata Mechthildis, Mirli, Ria und Fifi. Das hat mir noch niemand gesagt. Mir fehlen die Worte. Sonst müsste ich Ihnen sagen... Was? Sie sind... Oh, Sie sind ein abscheulicher Mensch. Ja. Sie sind ein feiges Individuum. Sie sind ein Hallodri. Sie sind ein Ekel. Sie sind ein Lebemann. Ein Gauner. Sie sind ein Wildschütz. Sie sind ein Modellgecker! Sie sind ein Hurenbock! Sie bindungsame Pufflaus! Hanna! Ja! Ich liebe dich! Was? Entschuldigung. Ich liebe Sie. Nein, endlich! An Sie! Sagt ihr, ich kann es in ihr,
Steine. Französisch 500, Verkehr 1000. Oberteil abnehmen 1500, Stellungswechsel 2500, ohne 3500, Griechisch 4000, zweimal kommen 5000, Russisch Njet, Zimmer 1500, ganze Nacht 10.000. Was machst du hier im Moulin Rouge? Wir wollten nur Kaffee trinken. Das geht dich nichts an. Du warst doch nicht etwa in einem Chambre séparé? Chambre séparé? Was ist das? Leugne es nicht. Du warst in einem Chambre séparé. Ich? In einem Chambre séparé? Bist du verrückt? Ich mich im Moulin Rouge im Pfuhle der Verderbnis wälzen. Hältst du mich für so eine billige? Weiß man das? Na, kann man es wissen? Also das ist doch die Höhe. Das hat mir noch keiner gesagt. Gib es zu. Gib es doch endlich zu. Du warst in einem Chambre séparé. Meine eigene Frau. Du, meine Frau. Schäm dich. Schäm dich sofort. Das ist ein Skandal! Also gut. Ich war in einem Chambre séparé. Aber was machst du im Moulin Rouge? Ich wollte nur einen Freund besuchen. Ich wollte nur schauen. Schauen? Gib es doch zu. Na, gib's doch zu. Du warst in einem Chambre séparé. Ich? Nie im Leben. Du warst in einem Chambre séparé. Du hast 2 Dutzend Austern gegessen, eine Flasche Champagner bestellt, 3 Kaviarbrötchen verschlungen, mit der Kellnerin geflirtet und zuletzt Tango auf dem Tisch getanzt. Du warst auf Zimmer 10. Na gut, ich war in einem Chambre séparé, aber woher weißt du? Durch deine Uhr, lieber Georges. Durch deine Uhr. Auch ich habe es von Anfang an gemerkt. Ich habe sofort alles durchschaut. Ich habe dich sofort erkannt, auf den ersten Blick. Oh, dabei habe ich mich so gut verstellt. Nicht gut genug. Dieses Händchen, diese Füßchen, das Figürchen. Mich foppt man nicht so leicht. Du hast mich also wirklich heute Nacht erkannt? Auf den ersten Blick? Du hast alles gewusst? Alles, aber alles. Wäre ich denn sonst so lieb gewesen, ohne zu wissen, dass es meine eigene reizende Frau war, die sich hinter der Maske versteckt hat? Wir sind nicht mehr im Chambre séparé. Da warst du aber nicht so spröde. Ich war nicht spröde. Und du warst lieb? Ich war lieb? Ja, und nicht so zimperlich wie sonst. Warte, was heißt wie sonst? Ja, weißt du nicht. Als ich deinen... Zerrissen. Und dann habe ich ja... Die Schnaps habe ich nicht, die hast du. Aber... Schorsch. Du bist... Pfui. Danach. Welche Handschellen? Schorsch. Georges. Marguerite.